Hi zusammen, mein Name ist Stefan. Ich bin Mitarbeiter bei Tennis Point und bin dort Teil des Teams Sales and Partnerships. Und ja, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich zu Hause im Homeoffice, wie ja der Großteil meiner Kollegen aktuell auch und wie wahrscheinlich total viele von euch auch. Und genau darum soll es heute auch gehen. Ich möchte euch einfach mal einen Einblick geben, wie mein Alltag im Homeoffice aussieht. Und da zeige ich euch jetzt als allererstes mal meinen Arbeitsplatz. Also los geht's. So, und ich nehme euch jetzt einfach mal mit, denn für mich heißt Homeoffice tatsächlich arbeiten im Wohnzimmer, denn ich habe zu Hause kein extra Büro. Das heißt, ich sitze echt mitten im Wohnzimmer, habe mir hier, wie ihr sehen könnt, meinen Arbeitsplatz, wie er im Büro war, mitgenommen. Heißt, zwei Bildschirme, ein Laptop und habe mir das Ganze hier zu Hause aufgebaut. Ja, und so sieht mein Arbeitsplatz aus. So, und das ist meine direkte Arbeitskollegin Cordula Grün. Die sorgt hier dafür, dass die Luftqualität entsprechend hochgehalten wird. So, und ich habe mir natürlich auch versucht, ein bisschen Tennis Point Atmosphäre ins Wohnzimmer zu holen. Das heißt, ich habe hier meine Tennis Point Lampe und ich habe mir zusätzlich noch meinen Tennisball auf den Arbeitsplatz gelegt, damit ich immer weiß, worum es geht. Und das kann ich euch übrigens auch nur empfehlen, unseren YouTube-Channel. Da werden wir versuchen, auch in nächster Zeit euch mal ein paar mehr Einblicke zu geben aus unseren unterschiedlichen Arbeitsbereichen, aus dem Homeoffice. Wie sieht's aus mit unseren Stores? Was passiert mit der Logistik? Da sind schon ein, zwei Sachen online, also schaut gerne mal rein. Und auch ich werde da versuchen, euch in nächster Zeit ja ein paar Workouts für zu Hause mit an die Hand zu geben, dass ihr auch von zu Hause aus fit bleibt, bis die Tennissaison dann endlich losgeht. Ja, wie sieht der Alltag im Homeoffice aus im Vergleich zum Alltag, wenn man ja ganz normal zur Arbeit geht? Was spricht für Homeoffice, was spricht dagegen? Schreibt gerne eure Kommentare rein, wie ihr zu dem ganzen Thema steht. Ich für mich kann sagen, es ist ja am Anfang total komisch, wenn man weiß, man steht auf und muss eigentlich nur einen Raum weitergehen, um dann bei der Arbeit zu sein. Ist natürlich auch ein Riesenvorteil, man spart sich den kompletten Arbeitsweg, was in dem Fall für mich ja eine halbe Stunde Fahrt ist, ein Weg. Das fällt natürlich weg. Außerdem extrem wichtiger Vorteil: der Weg zur Kaffeemaschine ist ziemlich kurz, das nutze ich dann hier und da auch mal wieder aus. Und die Kommunikation ist schon ein bisschen schwieriger. Ich meine, es geht echt ganz gut mit Videocalls und Videokonferenzen und alle sind dabei und man sieht sich auch, aber es ist trotzdem nicht zu vergleichen mit dem Büroalltag und sich direkt austauschen face-to-face. Ja, ist auch definitiv ungewohnt, aber es funktioniert. Kleiner Tipp von mir für euch zu Hause. Also ich mache es morgens immer so, dass ich mir als erstes immer aufschreibe, ja, welche Aufgaben ich so für den Tag noch zu tun habe oder was vielleicht die Woche noch anfällt. Schreibe mir die dann immer auf kleine Zettelchen auf und pack die mir direkt hier auf meine Kommode nebenan. Wie ihr seht, ist noch ein bisschen was zu tun für die Woche. Ja, aber so kontrolliere ich mich immer selber und kann auch zwischendurch mal schauen, ob ich noch im Soll bin und ja, welche Themen da noch anstehen. Ja, und ich bin natürlich auch leidenschaftlicher Tennisspieler, deswegen möchte ich jetzt zum Abschluss auch noch eine kleine Botschaft an alle Tennisspieler und vor allem auch Tennistrainer senden, die ja aktuell eine echt schwere Zeit haben und nicht wissen, wann es weitergeht und ja, ihre Existenz im Prinzip davon abhängt. Ja, lasst uns stark bleiben, lasst uns zusammenhalten. Ich freue mich schon tierisch darauf, wenn es wieder heißt, wir dürfen auf die Plätze gehen und wir dürfen wieder spielen. Deswegen hoffe ich auch nur, dass die Mannschaftsspiele nach hinten verschoben werden und nicht komplett abgesagt werden. Und ja, bis dahin bleibt uns nur eins übrig. Lasst uns irgendwie zu Hause fit halten. Wir versuchen da auch in nächster Zeit ein bisschen Content für euch zu erstellen. Da werdet ihr auch von mir bestimmt noch das eine oder andere Video sehen, wie ich euch ja einfach zeige, wie ihr euch mit ein paar einfachen Übungen zu Hause fit halten könnt. Und ja, checkt gerne auch mal das Video von meinem Kollegen Kai ab. Der gibt euch ein paar Tipps, was ja eher so für die Couch-Potatoes unter euch ist, zum Thema Videospiele oder auch Filme zum Thema Tennis. Also bis dahin, ja, wir schaffen das. Advantage You.